Ja, servus Leute und herzlich willkommen. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, ne? Zu einer neuen Folge. Ah, 1%. Okay, dauert ein bisschen. Gut, zu einer neuen Folge. Hier Subnautica auf meinem Kanal. Wie viel dauert? Noch 3%, ne? Gut, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier oben wurde mir zumindest gesagt, dass das gleich explodieren sollte mit einer Quantenexplosion. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir die Kapsel erstmal verlieren werden, schätze ich mal. Und von daher die erstmal wiederfinden müssen dementsprechend. Ne? Aber das müsste dann ja eigentlich in die Richtung fliegen irgendwo. Ne? Ich habe keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich aber auch genau in die gleiche Richtung fliegen, gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Von daher schauen wir mal. Ne? Ich bin mal gespannt. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Mit der Quantenexplosion. Und ja. Schauen wir mal. Warten wir mal ab, was passiert hier. Die 2 Stunden müssen eigentlich schon locker um sein, ne? Die 2 Stunden müssen echt locker schon vorbei sein. Aber okay. Ist die Frage, ob wir da hätten irgendwas machen können oder sowas, um das zu verhindern oder so, das hätte ja sein können, aber ich weiß nicht, ich glaube es eher nicht. Ich glaube es eher nicht. Aber ich denke mal, wenn das explodiert, dann werden wir eine ganze Menge Metallschrott haben, ne? Das wird uns wahrscheinlich auch relativ gut helfen können dann. Eine Quantenexplosion hat im Antriebskern der Aurora stattgefunden. Der Reaktor erreicht einen superkritischen Zustand in T-10. Okay. Den Schutzanzug, okay. Okay. Strahlenschutzanzug und jetzt? Naja, gut, schauen wir mal. Gut, war ja relativ spektakulär, würde ich mal sagen. Also sah auf jeden Fall optisch verdammt geil aus. Ich denke mal, wir werden jetzt relativ viel Metallschrott irgendwo hier liegen haben, auch im Umkreis von dem Ding liegen. Und von daher, ne, schauen wir mal, ne. Gut, also wir bräuchten auf jeden Fall Wasser. Davon ist hier eine ganze Menge, aber wir brauchen gefiltertes Wasser. Und ich glaube eher nicht, dass jetzt noch irgendwas passiert. Ich denke mal, das war es jetzt mit der Quantenexplosion, ne? Kann ich mir vorstellen. Ist auch wieder Tag. Also von daher würde ich mal sagen, ran an die Buletten, ne? Das ist ein Blasenfisch. Blasenfisch. Bei Fuß. Danke. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja, weiß ich schon.
Ist jetzt die Frage, ob wir die überhaupt im Inventar packen können, die Fische. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ne? Ah, wir können auch mehrere Fische. Verderben die auch so? Nee. So leben die einfach weiter. Ah, okay. Das heißt, wir können auch lebendige Fische fangen. Okay. Ja, okay. So, dass er das... Hinkorall, okay. Adrige Nässe, kann man glaube ich nichts mitmachen. Nee, nee. Nee, nee. So, was ist das hier? Scheibenkoralle. Das ist klar. Einmal an die Oberfläche wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blasenfische dementsprechend auch trotzdem verderben. Aber wenn die so fangen, das müssen wir dementsprechend mal ausprobieren. Aber dürfte eigentlich ja nicht der Fall sein, ne? Dürfte eigentlich nicht der Fall sein, ne? Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder Wasser zu uns nehmen. Gefüttertes Wasser. Will ich auch noch mal machen. Okay, das war mit dem gefilterten Wasser. Dann haben wir direkt nochmal, Moment. Gekochte Glubscher. Dann können wir zumindest auch nochmal was essen. Dann sollte das eigentlich auch erstmal wieder passen. Essen, essen. Trinken. Trinken, trinken. Ich probiere es mal aus. 20. Wären wir sowieso bei unter 100, ne? Medikit benutzen will ich auch nochmal machen. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch hier Dinger dabei. Die kommen da rein. Und ansonsten müssen wir gucken, was wir machen können noch, ne? Strahlenschutzanzug. Fasergewebe, Blei. Okay. Gut, dann müssen wir ran an die Blätten. Wo ist das Ding da? Jetzt mal zumindest dahin schwimmen. Eventuellerweise. Okay, kann man diese Viecher auch eventuell. Beseitigen, beziehungsweise also nicht beseitigen, sondern. In dem Fall eventuell. Ach du Schande. Ich meine, besiegen, also dass die einem nichts tun oder sowas.
Schieben einem ja schon Shisha-Schuh. Nein. Die schieben einem. Nee, nee. Die fügen einem ja schon relativ viel Schaden zu, eigentlich. Deswegen meine ich. Was ist da? Okay. Ein Glubscher. Also mir wurde ja auch gesagt, schon längere Tauchgänge zu machen, lohnt sich. Scheibenkoralle, okay. Säurepilz. Quarz einsammeln. Sauerstoff. Wo war das jetzt? Ich glaube, hier war das, ne? Könnte hier gewesen sein, ne? Okay, wir gucken jetzt erstmal, was wir bekommen haben. Einmal zurück zum Raumschiff. Nee, nicht Raumschiff, Rettungskapsel. Was ist das da? Gekochter Glubscher. Und 30. Wir können weniger Sauerstoff herum. Wir gucken jetzt erstmal, was wir bekommen haben. Also, wir haben hier gekochter Glubscher verfault. Können wir sowieso nicht essen, den können wir eigentlich hier dementsprechend wegschmeißen, ne? Theoretisch. Minus eine Nahrung. Minus 25 Wasser. Nee. Fallen lassen. Da genauso fallen lassen. Blasenfisch ist klar. Kreatureneier haben wir bekommen. Ein unbekanntes Ei. Höhlenschwefel, Titan, Kupfererz und Quarz. Okay. Ja, gut. Jetzt wäre die Frage noch im Prinzip. Wir haben hier nur in dem Sinne begrenzten Lagerplatz hier. Da müssten wir uns theoretisch ja nochmal wasserdichte Behälter bauen, ne? Titan. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mit diesen Behältern nochmal wesentlich mehr lagern können. Das heißt, wir bräuchten theoretisch Ausrüstung, Strahlenschutzanzug, Werkzeuge, Feldmesser, Leuchtfackel. Konstruktionswerkzeug. Wir bräuchten ja für diesen wasserdichten Behälter 4 mit Titan. Das heißt, er müsste eigentlich unter Geräte wasserdichter Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Ich denke mal, dass wir da eventuell was einlagern können. Da bräuchten wir aber Titan für. Und Titan haben wir doch eigentlich. Achso, Kiste. Gehabt. Titan. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das zumindest irgendwas ist, wo wir zumindest lagern könnten. Den würde ich auch gerne mal bauen und ausprobieren. Ich denke mal, das ist okay. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Geht dazu irgendwas? Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Müssen wir gucken. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Wir gehen hier mal ins Wasser.
Vorrat ansehen. Genau, da haben wir ein bisschen Vorrat. Da könnten wir theoretisch jetzt auch hier die Sachen reinpacken, ne, und lagern. Also stelle ich mir das im Prinzip so als Kiste vor, ne? Theoretisch gesehen. Mit hier 4x4, also 16 Slots. Kann ich mir zumindest so gut vorstellen, ne? Okay. Wenn ich natürlich falsch liege, müsste das mal in die Kommentare schreiben, ne? Das wäre so zumindest die Idee, die ich hätte dafür. Was ist das hier? Adrian Nessel. Nein, ich hätte gerne. Adrian Nessel, da können wir nichts machen, ne? Kreatureneier. Es ist auch die Frage, was wir mit den Kreatureneiern machen können. Ne? Wo ist das Raumschiff? Da, ne? Ja. Alter Falter. Also, ich finde das Spiel mega spannend hier irgendwie. Ich habe mich einmal schon erschrocken. Metallschrott. Da vorne müsste auch noch Metallschrott sein. Hier eine Menge. Nee, das können wir nicht. Da ist aber noch was, glaube ich. Aber wir kriegen die Rettungskapsel auch angezeigt. Okay. Da ist noch. Okay, dann fliegen wir einmal. Vor allem fliegen, ne? Schwimmen wir einmal zur Kapsel zurück. Sauerstoff wird sowieso knapp. Das Problem ist, müssen wir wahrscheinlich so viel farmen, dementsprechend. Das würde wahrscheinlich unglaublich sein, ne? Ich würde jetzt aber nicht nur noch Kalkablagerung werden. Das müssten wir mal suchen, aber ich glaube, jetzt im Dunkeln werden wir das eh nicht mehr wirklich großartig finden, oder? Okay, was sind das für Fischer? Ne, ich halte mich lieber fern. Die sehen böse aus. Die sehen echt böse aus. Sehen eigentlich süß aus, aber sehen böse aus. Keine Ahnung. Ich denke mal, die Folge ist eh fast vorbei. Ja, würde ich eigentlich sagen, ne? Von daher, ich würde nochmal Wasser machen. Mit dem Blasenfisch, den wir bekommen haben. Und ansonsten müssen wir schauen, ne? Grundmaterialien, Titan können wir machen mit Metallschrott. Ja, genau. Viel mit Titan. Ich denke mal, mit Metallschrott können wir sowieso überhaupt nichts anfangen. Von daher. Können wir das auch verballern, ne? Und ob wir jetzt ein Slot Metallschrott oder vier Slots mit Metallschrott in dem Sinne verballert haben oder
4 Slots mit Titan jeweils einzeln, ne? Das ist dann, glaube ich, auch relativ egal. Werkzeuge. Leuchtfackel braucht man, glaube ich, nicht. Ausrüstung, Standard Tauchflasche. Feuerlöscher, Leitung. Leitungssystem kann in Verbindung mit einer Funktionszweck zum Transport von Atemluft verwendet werden. Okay, schwimmfähige Pumpe. Ein schwieriges Gerät, das Luft in Leitungen pumpt. Dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Zum Transport von. Okay, das hört sich interessant an. Schwimmende Luftpumpe. Machen wir mal. Und wir machen mal Leitung. Das heißt, wir hätten jetzt. Leitungskapsel verlassen. Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal genauer an. Ne? Würde ich mal sagen. Von daher danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich sage einmal bis dahin. Nächste Folge geht's weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Servus und tschüss.